Am 23. April 2022 begab sich 01519 mit dem Meininger Schürzenwagenzug auf die Fahrt von Meiningen nach Altenburg. Bei schönstem Frühlingswetter gelangen mir einige Aufnahmen im ostthüringischen Raum.
Zum Versorgen der Lok ging es dann einmal nach Sachsen, nach Glauchau ins BW. Dort wird die Lok versorgt und am Abend kam sie dann wieder zurück nach Altenburg, um die Fahrgäste einzusammeln. Da zur gleichen Zeit das BW-Fest stattfand, konnten viele Besucher das Versorgen der Lok beobachten. Nach dem Bekohlen der Lok ging es dann zum Wasserfassen, danach zum Drehen der Lok auf der Scheibe und dann ging es wieder zurück Richtung Altenburg. Nun ist genug Kohle im Tender, der Rest geht dann zurück im Bunker, damit ist das Kohle dann abgeschlossen. Die 01519 ist die letzte Dampflok, die vor dem Komplettumbau nochmal den Bahnhof Altenburg besucht. Nachdem der Zug jetzt Altenburg erreicht hat, steigen jetzt gleich die Fahrgäste zu. Die Lok setzt dann um und es geht dann Kessel voraus zurück nach Meiningen. Wie bei der Hinfahrt geht es dann über Gera, Jena, Weimar, Eisenach zurück nach Meiningen. In Weimar wird nochmal Wasser gefasst, sodass dann am späten Abend der Zug dann Meiningen erreicht.
das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.